Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu diesem neuen Video. Der vierte Spieltag in der Champions League wie auch in der Europa League steht an. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall wie immer auch freuen. Falls sich einige wieder wundern, warum Frankfurt nicht dabei ist, Apollon gibt es leider nicht bei FIFA. Dementsprechend konnte ich das nicht prognostizieren, aber ab den nächsten Spieltagen Lazio und Marseille sind sie dann wieder mit dabei. Ansonsten ja, viel Spaß auf jeden Fall beim Video. Los geht's mit Atletico Madrid gegen Dortmund und ansonsten danke fürs Reinschalten. Wenn man sogar von Diego Simeone gelobt wird, dann hat man sicherlich einiges, wenn nicht gar alles richtig gemacht. Der BVB in der Hinserie der Champions League konnten sie eine Demonstration aufs Feld bringen gegen Atletico Madrid. 4:0 am dritten Spieltag der Gruppenphase. Jetzt kamen die Atletis hier gar nicht verkehrt ins Spiel, aber es brachte noch keine Torchance wirklich zustande, weil Dortmund leidenschaftlich und konsequent hinten verteidigte und kaum etwas an Torchancen zuließ. Ein Unentschieden hier gegen Atleti würde schon fast den Gruppensieg bedeuten. Natürlich bei allem Respekt zu den anderen beiden Gegnern Monaco und Brügge. Dennoch ist Atleti der größte Konkurrent und es kam trotzdem keine Torchancen groß zustande. Dann wagte sich der BVB kurz vor der Pause auch mal nach vorne. Das ist Axel Witzel, der Hut, da wird die Seite sehr gut und schnell gewechselt. Pulisic steckt durch auf Mahmoud Dahoud, der legt in die Mitte und Marco Reus mit dem 1:0. Der BVB macht es perfekt, verteidigt hinten nahezu zu 100% überragend, lässt gar nicht zu und dann stechen sie vor der Pause zum 1:0. Sensationell gemacht, schneller Seitenwechsel, Dahoud läuft klasse durch, geht zurück fast auf die Grundlinie und Reus in der Mitte hält dann den Fuß hin. Es stand zur Pause 0:1 und der Atletico Madrid stand davor, das zweite Mal in Folge zu verlieren. Aber es waren ja noch 45 Minuten zu gehen. Doch sie taten sich im ersten Durchgang schwer und auch so erstmal wieder im zweiten Durchgang. Eine Stunde jetzt schon gespielt und Atleti fiel wenig ein nach vorne. Dortmund mit vielen Männern hinter dem Ball. Größtenteils 8-9 Spieler dahinter. Dann aber mal diese Aktion. Schnell gespielt. Lemar, Bürki und Griezmann staubt dann ab, weil Bürki aus kürzester Distanz nicht mehr richtig reagieren kann. 62. Spielminute. Der Ausgleich für Atletico Madrid. Antoine Griezmann bringt das Ding dann über die leere Torlinie. Das war jetzt wirklich schnell und gut gespielt. Ist dann in einem gewissen Maße auch nicht mehr zu verteidigen. In der Mitte vielleicht hätte Zagadou den Ball noch rausschlagen können. Aber das ist Makulatur. Ein Griezmann hat eben den Riecher, in solche Situationen zu kommen. Aber dann auch wieder Dortmund nach vorne unterwegs. Pulisic mit der Flanke, aber Juan Fran erstmal mit der Verteidigung. El Cholo kannte weiterhin nicht so richtig zufrieden sein, aber immerhin stand es 1:1. Doch der BVB wurde nach dem Ausgleich wieder frecher. 20 Minuten noch auf der Uhr. Wolf, Reus, Paco Alcácer und Reus hämmert in der 70. Spielminute wieder die Führung für den BVB heraus. Und was für ein klasse Treffer. Da fackelt er gar nicht lange rum. Eine kleine Passstaffette in einem sehr engen Raum und dann zieht er ab. Klasse gemacht. Das ist hier gut gespielt. Und dann liegt Atletico Madrid wieder hinten, weil Felipe Luis da den Ball theoretisch hätte klären können, das aber nicht zustande bringen konnte. Oblak ist gegen diesen zu platzierten Schuss absolut machtlos. Und es brach dann die Schlussphase an. Keine 5 Minuten mehr zu spielen. Nochmal Atletico. Zumindest einen Punkt wollten sie hier holen. Die Tabellenführung ist sowieso dahin, aber die letzte Möglichkeit vergaben sie auch, weil Bürki seinen Halbfehler nach dem 1:1 wieder gut machen konnte. Gute Reaktion, hält gegen Lemar und so gewinnt Borussia Dortmund auch das zweite Spiel gegen Atletico Madrid. Stehen damit mit 12 Punkten nach 4 Spielen verdient an der Tabellenspitze. Schalke gegen Galatasaray, wohl ein Spiel, das darum geht, am Ende Platz 2 oder Platz 3 unter sich auszumachen. Schalke steht im Moment auf dem besseren Platz mit 5 Punkten auf dem zweiten Tabellenrang. Und hier hatten sie in der dritten Minute direkt mal eine richtig gute Möglichkeit. Sebastian Rudi trifft aber nur das Außennetz. Im Hinspiel in Istanbul hätte man ja durchaus den Dreier mitnehmen können, aber unglückliche Umstände sorgten dafür, dass es nur zu einem Unentschieden reichte. Aber Galatasaray war hier in der Veltins Arena auch nicht sonderlich gut aufgelegt. Und Marc Uth schoss dann in der 23. Minute fast das 1:0 heraus. Gute Aktion, schöner Abschluss, aber
dann streift er eben kurz knapp über die Latte hinweg. Halbe Stunde jetzt gespielt, dann auch mal Galatasaray nach einem Eckball gefährlich, aber Badou kriegt den nicht sonderlich hart und platziert aufs Tor, sodass der ganz einfach abgefangen werden konnte. Keine spektakuläre erste Halbzeit, aber ein 0:0, das unter dem Strich in Ordnung ging, auch wenn Schalke etwas besser in der Partie war. Aber es waren noch 45 Minuten zu spielen und der FC Schalke 04 wollte zu Hause den ersten Dreier in dieser Champions-League-Saison einfahren. Caligiuri legt sich den Ball zum Eckstoß bereit. Konoplyanka kommt angelaufen, heute von Beginn an auf der linken Außenposition, weil Mendil auch nicht mehr so ganz auf Zack war. Und jetzt hier Bentaleb mit dem 1:0. 64. Spielminute, das 1:0 für den S04 und die verdiente Führung nach 20 Minuten in der zweiten Halbzeit brachte die Arena in Freudenstimmung und da ist dann auch nichts mehr zu halten. Gut rausgespielt, Schalke bekommt den Ball nicht abgenommen, weil Galatasaray der Zugriff fehlt und Bentaleb zieht dann ab und trifft den Ball perfekt. 1:0 also für Schalke, eine Viertelstunde jetzt noch auf der Uhr. Konnte Galatasaray nochmal ein Zeichen setzen, die versuchten es zumindest. Über die rechte Seite Mariano, aber Sané kann das klären und dann ist es im Endeffekt zwar eine kleine kurze Unsicherheit, aber der Ball ist dann geklärt nach diesem Flachpassspiel im eigenen 16er. 5 Minuten jetzt noch auf der Uhr. Schalke verliert den Ball in der Vorwärtsbewegung. Nochmal die Möglichkeit, aber ganz sichere Aktion von Ralf Fährmann, der wieder dabei sein konnte. Fängt den Ball ab und hält mit dieser Aktion das 1:0 für den FC Schalke 04 fest. Verdienter Sieg, da sie die besseren Tormöglichkeiten über die 90 Minuten hatten und Galatasaray nach vorne einfach zu harmlos war. Es war kein Glanzstück im Hinspiel gegen Athen, aber man konnte am Ende die 3 Punkte einfahren und das war auch erstmal für heute wieder das Ziel gegen AEK Athen. Und sie starteten hier perfekt in die Partie. Keine 10 Minuten gespielt, Robert Lewandowski mit dem 1:0. Der Pole trifft den Ball perfekt oben links rein. Und dann konnte die Allianz Arena erstmal aufatmen. Ganz einfach gespielt. Athen verteidigt das ein bisschen zu bewegungsresistent. Und dann zack, ist der Ball drin. Nichts mehr zu parieren. Und der perfekte Start eben für die Münchner. Und es ging gut weiter. Die nächste Möglichkeit für den FC Bayern. Athen brachte nach vorne wirklich gar nichts. Aber auch gar nichts zustande. Eckstoß knapp auf den Elfmeterpunkt. Boateng legt für Alaba ab und dann ist das von Bakas eine überragende Reaktion. Da muss man auch mal seinen Respekt für aussprechen. Super Schuss von Alaba, aber was ist das für eine klasse Reaktion? Fährt er den rechten Arm aus und pariert. Aber der FC Bayern machte weiter munter nach vorne. Athen mit diesem Fehlpass und Lewandowski ist abgezockt und nutzt das aus. 25. Minute, 2:0 für Bayern. Die verdiente doppelte Führung für die Gastgeber, weil sich da Athen auch einen katastrophalen Abwehrbock leistet. Was ist das für ein Pass direkt in den Lauf von Robert Lewandowski? Der lauert natürlich auf sowas, aber ist dann auch eiskalt und nutzt das sofort aus. Das wird eben bestraft gegen eine Mannschaft wie den FCB. Einmal wagten sich in der ersten Halbzeit dann die Gäste auch nach vorne und das über die rechte Seite. Da kommt die Hereingabe und der Abschluss tatsächlich das 2:1. André Simões in der 35. brachte die Gäste wieder ran, wie aus dem Nichts die erste Tormöglichkeit. Und schwupps stand es 2:1. Das war ernüchternd für den FC Bayern München, der hier schon 3-4-0 hätte führen müssen und jetzt stand es auf einmal 10 Minuten vor der Pause 2:1, aber sie wurden nicht nervös und kamen vor der Pause nochmal und wollten den 2-Tore-Vorsprung wieder herausspielen. Müller mit der Flanke, Lewandowski und Bakas mit einer Mischung aus Glück und Reaktionsgeschwindigkeit fischt da den Ball da noch raus. Aus kürzester Distanz kriegt er den Arm hoch, das ist eine super Reaktion. Er stand 2:1 zur Pause, Doppelpack von Robert Lewandowski. Und der FCB wollte jetzt im zweiten Durchgang nichts mehr anbrennen lassen, denn Athen ist auf jeden Fall eine Mannschaft, die man schlagen muss. Und sie kam 20 Minuten vor dem Ende zu dieser Möglichkeit. Robert Lewandowski im 16er zieht dann einfach selber ab. An mangelnder Abspielfreude hat es hier
so ein Stück weit gemangelt, aber es waren noch nicht viele Möglichkeiten da, um abzuspielen. Und die Abschlusssituation war jetzt nicht ganz verkehrt. 10 Minuten noch auf der Uhr. Renato Sanchez, wieder Bakas, der beste Mann auf Seiten der Griechen. Definitiv stand heute zwischen den Pfosten. Aber Athen fiel weiterhin nach vorne. Zu wenig ein und Lewandowski machte dann in der 88. Minute den Deckel auch endgültig drauf. 3:1 für den FC Bayern München. Dreierpack für den Polen. Ein perfekter Abend für ihn. Und die Bayern-Fans können sich auch freuen. Eine chancenreiche Partie für die Gastgeber, die noch deutlicher hätte ausfallen können. Aber auch mit dem 3:1 wird man zufrieden sein können. Erstmal die 3 Punkte eingefahren zu haben, das ist das Essentielle. Das haben sie geschafft. Und dann geht es am nächsten Spieltag um die nächsten 3 Punkte. Aber sie können sicherlich auf diesen Sieg aufbauen. Das war eine souveräne, eine ganz abgezockte Leistung der Münchner. Dass Hoffenheim wieder nicht schafft, im Hinspiel eine gute Leistung in mehr Punkte umzumünzen als nur einen einzigen, musste es jetzt mal auf fremdem Platze funktionieren. Aber in Lyon ist es auch nicht so einfach zu bestehen. Die erste Möglichkeit hatten auch die Gastgeber. Memphis mit dem Kopfball testet erstmal Baumann, aber der ist zur Stelle und fängt den ab. Nach 20 Minuten dann auch Hoffenheim das erste Mal wirklich gefährlich nach vorne unterwegs. Brennett. Aber Marcelo kann es erstmal klären. Fehler dann von Toussaint. Und die Abschlussmöglichkeit von Andrej Kramaric. Gut pariert dann von Lopez, der diesen doch gar nicht so ungefährlichen Abschluss von Andrej Kramaric eben aus dem Eck fischen konnte. War etwas zu zentral platziert. Aber nochmal die Sinsheimer vor der Pause. Ishak, Belfodil in den letzten Wochen stark Form verbessert. Adam Scholloy, Kramaric, Scholloy und Bittencourt kriegt den Fuß ran. Und macht das 1:0. Kein Abseits in dieser Situation. Und die Gäste führten 3,5 Minuten vor dem Pausenpfiff. Das Stadion der Lyonnais verstummte erstmal und war etwas schockiert, weil das jetzt etwas aus dem Nichts kam. Lange keine Torchancen und dann auf einmal so ein Ding. Der Abschluss von Scholloy. Bittencourt hält den Fuß rein, der wäre ansonsten auch vorbeigegangen und so die verdiente, zumindest nicht ganz unverdiente Pausenführung für die Gäste, weil Lyon nach vorne deutlich zu wenig einfiel. Also ein guter Ausgangspunkt für die zweite Hälfte für die Gäste und sie wollten hier gleich ein draufsetzen. Ishak Belfodil zieht aus kurzem Spitzenwinkel ab, aber Lopez ist da und fängt den ganz locker auf. Was war mit Lyon los? Nach 10 Minuten in der zweiten Halbzeit wachten sie dann auch auf und zwar durch diesen Schuss von Memphis. Den Baumann klasse pariert, super Reaktion, fährt die Hand aus und verhindert das 1:1. 65 Minuten jetzt von der Uhr. Hoffenheim nach vorne unterwegs und so einfach kann es dann gehen, wenn man einen kopfballstarken Spieler wie Adam Scholloy in der Mitte hat. Perfekt gemacht, Brennett mit der Flanke und Scholloy steigt dann in der Mitte. Am höchsten aus knapp 5-6 Metern bringt er das Ding dann über die Linie. Das ist zu einfach, die Flanke kann zu leicht gespielt werden und dann ist der Kopfball aber auch gut gesetzt. Und Hoffenheim spielte sich jetzt in Rage. Nochmal in der Schlussphase Adam Scholloy per Kopf und was für ein Ding. 85. Minute 0:3, das war jetzt deutlich zu hoch, aber unter dem Strich ging das Endergebnis dann in Ordnung. Nicht in der Höhe, aber zumindest das Resultat, dass die Sinsheimer die 3 Punkte einfahren. Absolut gerechtfertigt, weil Lyon nach vorne auch im zweiten Durchgang wieder zu wenig machte, sich hinten nicht gut anstellte und dann verliert man 0:3 gegen die 11 von Julian Nagelsmann. Ist natürlich auch ein klasse Kopfball, der gut reinpasst. Hoffenheim gewinnt also, hält damit die Champions League-Träume weiter am Leben, hat jetzt 5 Punkte und damit stehen alle Möglichkeiten für die restlichen 2 Spieltage noch offen für die 11 aus Sinsheim. Das waren wirklich verschenkte Punkte für Bayer Leverkusen im Hinspiel. Gegen Zürich musste man jetzt hier zu Hause wieder das Ganze gerade biegen. Und die erste Möglichkeit, zumindest die erste Halbmöglichkeit, gehörte auch den Gastgebern Kevin Volland.
aber der Abschluss dann noch deutlich zu harmlos. Zürich konnte immer wieder Nadelstiche setzen. Kololli ist das. Was für ein Abschluss und was für ein Glück für Leverkusen, dass es hier noch nicht 0:1 stand. Das war zu einfach. Ein guter Ball von Winter in die Spitze und dann taucht da plötzlich Kololli alleine vor Radetzky auf. Und Glück, dass der dann nicht drin war. Aber dann kam auch nochmal Leverkusen vor der Pause. Kai Havertz auf Kevin Volland und der mit dem 1:0. 37. Minute. Die jetzt etwas glückliche Führung für die Gastgeber, aber auch das muss man dann irgendwann mal haben in der Europa League. Doch dann dieser Fehler jetzt von Bender. Tah, Radetzky, was machen die da? Was machen die da? Und Marchesano nutzt das aus. Antonio Marchesano in der 45. Spielminute mit dem Ausgleich. Was ist das für eine Aktion? Das ist wirklich höchst unglücklich. Und so kassiert man dann den Gegentreffer und fast wieder ein Fehler in der zweiten Halbzeit, der zum nächsten Treffer von Marchesano führt. Diesmal kann er es nicht ausnutzen, dass Leverkusen hinten immer wieder ein paar kleine Unsicherheiten aufzuweisen hatte. Aber Zürich war jetzt dran, wollte den 2:1 Führungstreffer erzielen. Stehen ja mit 9 Punkten nach 3 Spielen da und das ist jetzt Benjamin Kololli in der 81. Spielminute mit der 2:1 Führung für die Gäste. Da schnürte sich der Atemweg von Rudi Völler jetzt wieder ein bisschen zu und die Pulsader pochte und pulsierte, aber einmal konnten sie noch nach vorne einen Stich setzen. Kevin Volland in der 90. Spielminute und das war dann der verdiente Ausgleich. 2:2 in der Schlussminute. Trotzdem ist es unter dem Strich zu wenig, weil Zürich jetzt 10 Punkte hat und Leverkusen nur 7. 2:2 endet diese Partie und die Fans waren auch dementsprechend nicht so richtig zufrieden mit diesem Resultat. Leipzig ist mittlerweile wieder durchaus in der Spur drin in der Europa League. Jetzt musste man aber im Celtic Park erstmal zeigen, was die Nerven so mitmachen können. Denn bei dieser Atmosphäre ist es nicht allzu einfach zu spielen. Und McGregor über die rechte Seite kreierte die erste Möglichkeit. Und Christie mit dem Seitfallrückzieher, der aber nicht zum Lohn führte. Werner Paulsen, der Abschluss dann gar nicht so verkehrt. Aber Gordon kann das Ganze klären. Es war eine unterhaltsame, kurzweilige Partie mit vielen Torchancen auf beiden Seiten. Aber es fehlte eben noch der Treffer. Leipzig jetzt aber mit dem anschließenden Eckstoß. Da ist Marcel Halstenberg und nach 13 Minuten das 1:0 für die Gäste. Der linke Verteidiger mit nach vorne gekommen und dann nickt da das Ding ein aus kürzester Distanz. Und die Freude war dementsprechend riesig. Aber lange ließ das Celtic nicht auf sich sitzen. Ebu Ekwasi in der 21. mit dem Ausgleich. Nicht unverdient, da auch sie eben schon viele Möglichkeiten hatten. Mvogo aus kurzer Distanz sieht dann ein bisschen alt aus, aber kann auch nichts mehr dagegen tun. Zweiter Durchgang, ebenfalls sehr kurzweilig. Marcel Sabitzer mit dem Abschluss, scheitert aber wieder am Schlussmann von Celtic Glasgow. Eine gute Partie auch vom Schlussmann der Gastgeber. Jetzt wurden aber die Glasgow-Spieler nochmal ein bisschen aufmüpfig und Konaté leistet sich dann Bock und Otsonne Eduard in der 68. mit dem 2:1. Das war jetzt höchst unglücklich. Konaté mit dem Fehler im Vogo kann es nicht mehr ausbügeln, aber ein hatte Leipzig noch. In der 76. Spielminute kommt Timo Werner und schießt das 2:2 heraus. Wichtig für Leipzig, vor allem Celtic, nicht die 3 Punkte zu geben. Dadurch bleibt man erstmal in sicherem Abstand zu den Gastgebern. Also ein 2:2, das unter dem Strich in einem guten Spiel der Europa League absolut in Ordnung geht. Und damit ist man weiter auf dem Wege, in die nächste Phase einzuziehen. Jo, das war die Prognose zur Champions League und zur Europa League. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo auf jeden Fall freuen. Ansonsten tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten danke fürs Reinschalten, bis zum nächsten Video, bis dann und tschüss.